Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, AJ. In diesen Tagen, wie gut ist es um deinen Schlaf bestellt? Ja, eigentlich ganz gut. Die Uni nimmt ein bisschen Zeit weg natürlich vom ganzen Schlafrhythmus, aber die letzten zwei Tage gut ausgeschlafen, heute gut ausgeschlafen. Von dem her bin ich da ja, fit und ausgeruht. Heute haben wir eine schwere Aufgabe in Emsdetten vor uns. Ja, da war auch was, oder? Letzte Saison in Emsdetten, auch für dich ein persönliches Spiel. Was hast du da noch in Erinnerung? Nicht viel Gutes. Ja, war eine dumme Aktion von mir schlussendlich. Passiert auch mal, passiert in Emotionen. Ja, schlussendlich gilt es abzuhaken, nicht mehr viel von dem Spiel da mitzunehmen, auch nicht dran zu denken. Es ist eine neue Saison, eine neue Mannschaft bei uns, eine neue Mannschaft bei Ihnen. Und von dem her, ja, ist da nicht mehr viel übrig von letztes Jahr. Blickt man jetzt auf die aktuelle Situation, 6 Siege, 2 Unentschieden, noch keine einzige Niederlage, ungeschlagen Emsdetten immer noch, neben dem Bergischen HC die einzige Mannschaft. Was erwartest du heute? Ja, wird ein schwieriges Spiel. In Emsdetten ist, ich glaube, immer schwierig. Das war auch letzte Saison so. Ja, wir wissen, dass sie sehr gute Abwehr spielen, vorne sehr gute Individualisten haben. Und von dem her ja, gilt es, unser Spiel zu spielen, in der Abwehr gut reinzukommen mit guten Torhütern. Und dann glaube ich auch hier trotzdem was möglich. Wir können befreit aufspielen, können unsere Stärken ausspielen. Und dann ja, ist sicher auch hier was möglich. Die alte Weisheit bemühen, angeschlagene Box, das sind die gefährlichsten. Was ist da dran? Kann sein, dass sie uns unterschätzen und von dem her wir einen kleinen Vorteil haben, glaube ich aber nicht, weil ja, wir letztes Jahr schon genügend gezeigt haben, dass mit uns sicherlich zu rechnen ist, dass man uns nicht unterschätzen darf. Von dem her glaube ich nicht, dass sie uns da unterschätzen. Ja, wir müssen das Beste draus machen und dann schauen, wo es hinreicht. Jetzt ganz allgemein, deine Eltern sieht man bei fast jedem Spiel in der Halle, dann die zwei Schlagworte Handball, Familie, was haben die für eine Bedeutung für dich? Sehr große Bedeutung, die Familie ist mir sehr wichtig, gerade auch mit dem Austausch bezüglich Handball ist natürlich da die ganze Zeit Kontakt auch mit meinem Vater, mit meiner Mutter und sich auch mit meinem Bruder, dass wir da immer wieder drüber schwatzen. Sehr schön, dass sie immer bei den Heimspielen dabei sind, soweit es geht mit Winterthur, wie es übereinstimmt. Aber ja, es bedeutet mir viel, dass sie auch immer dabei sind, dass ich da einen Rückhalt habe, wo ich auch drüber reden kann, wo man auch mal ja, was analysieren kann. Und darum ist das schon von sehr großer Bedeutung. Genauso groß die Bedeutung sicher deine Heimat oder die Schweiz. Was nimmt die für eine Bedeutung ein oder was bedeutet die Schweiz? Ja, Heimat, es ist schon das Land, wo ich alt werden will. Ich will nicht wegwandern, es ist einfach zu schön in der Schweiz. Bodensee ist auch sehr schön, finde ich auch ziemlich ähnlich zur Schweiz. Deshalb gefällt es mir auch so gut, aber die Schweiz ist für mich einfach ja, Heimat. Da fühle ich mich wohl mit meiner Sprache, mit allen Gebräuchen, Essen und was dazugehört. Das bedeutet mir viel. Deswegen ein kurzes Schweiz oder Deutschland. Hand aufs Herz beim Einkaufen? Zurzeit beides, je nachdem, wo ich gerade beheimatet bin oder gerade unterwegs bin. Ja, ist beides tatsächlich. Dann kriegen wir kurz Besuch, machen dann weiter. Ich muss es natürlich fragen, Handball und Fußball, da Schweiz oder Deutschland, wer ist im Vorteil? Mein Herz schlägt natürlich für die Schweiz. Im Vorteil muss ich ehrlich zugestehen, dass das Deutschland ist. Ja, aber Herz natürlich klar für die Schweiz. Damit die Schweiz auch noch einen Punkt bekommt, wie steht es beim Punkt Käse? Ja, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass die Schweiz da klar vorne ist. Strafzettel? Habe ich in der Schweiz mehr gekriegt als in Deutschland. Von dem her ist da eigentlich die Schweiz vorne. Okay. Gut, gehen wir kurz weg von rein Schweiz und Deutschland bezogen, ganz allgemein und jegliche Ähnlichkeiten zum Sport sind rein zufällig eher Kadetten oder Pfadfinder? Natürlich Pfadfinder. Okay. Ja, und welchen Satz würdest du uns mitgeben? Welchen Satz muss man auf Schweizerdeutsch unbedingt beherrschen? Da gibt es nicht einen grundsätzlichen Satz. Hochichaschli ist immer sehr gern gehört von den Schweizer, bei den Deutschen, weil sie es einfach nicht aussprechen können. Gib uns gleich die deutsche Bedeutung, damit es auch jeder weiß. Küchenkasten, also so ein kleiner Kasten in der Küche, da ist halt bei uns das Hochichaschli.
Und ja, vielleicht ein Gurte, das ist so, was wir jetzt auch mit Chris und Paul jetzt immer wieder besprochen haben, dass das bei ihnen bei der Arbeit sehr oft die Schweiz oder die Schweiz auch immer sagen, dass wenn man zum Essen geht oder Mittagszeit ist, dass da immer ein Gurte kommt. Und das ist in Deutschland nicht so zelebriert wie in der Schweiz, aber es ist ganz schön. Dann kommen wir nochmal zum Spiel heute. Jede Serie reißt ja irgendwann, egal ob positiv oder negativ. Was denkst du, welche Serie ist dran, mal zu reißen heute? Ich denke beide, weil bei uns ist die Negativserie, die reißt, und bei Emstetten natürlich die Positivserie. Und deshalb glaube ich, dass heute die beiden Serien reißen werden. Okay, dann viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Danke, Tim.